Schon jetzt hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck. Mindelheim wurde am Samstag zu Miniheim. Minis, wohin man auch schaut. Sie basteln und malen, sie werkeln und spielen. Sie sind mittendrin statt nur dabei. Rund 2300 Teilnehmer und 300 Helfer sorgten dafür, dass der Ministrantentag richtig toll wurde. Fantasievoll, abwechslungsreich und perfekt organisiert. Das Besondere dabei, die Ministranten selbst. Das Motto des Diözesanministrantentages heißt ja dranbleiben. Und ich finde, das beschreibt ziemlich gut, was Ministrantinnen und Ministranten auch ausmacht, nämlich dran sein. Einerseits durch den Dienst, den man tut, direkt dran sein an dem, was in der Messe so passiert. Und auf der anderen Seite auch dran sein, mitten im Leben sein. Die Minis bleiben dran und sie bleiben am Ball, genauer gesagt am Fußball. Sei es beim Torwandschießen mit Bällen aus Bananenblättern oder beim angesagten Menschenkicker. Die Fußball-EM wirft wohl ihre Schatten voraus. Und dabei gibt es zwischen Fußballmannschaften und Ministranten noch eine große Gemeinsamkeit. Denn es geht immer um das Team, um das Miteinander. Ja, dass man einfach viele Freunde auch trifft und dass man einfach eine Gemeinschaft ist. Es ist einfach ein schöner Teil der Messe zu sein, da vorne zu stehen, in erster Reihe, Pfarrer helfen, einfach ein naher Teil zu Gott zu sein. Man kann halt auch im Gottesdienst mithelfen und es ist halt toll, dann auch da oben zu stehen. Und was gefällt dir? Also ich finde es toll, dass man einfach dem Pfarrer helfen kann, den Gottesdienst zu feiern und zu gestalten. Und ich finde es einfach toll. Das Besondere ist, dass man viel mit Gott zusammen hat, dass man halt auch viel zu ihm sprechen kann. Und das Coole ist, dass man oft Ausflüge macht. Wir sind gerne Ministranten! Während die Ministranten noch den einen oder anderen der 80 Workshops besuchen, sind die Organisatoren schon auf dem Mindelheimer Marienplatz und bereiten den Gottesdienst vor. Das ist so schön als Verantwortlicher, wenn man sieht, die Leute haben eine Freude dabei und sind einfach mit ganz viel Enthusiasmus da an diesem Tag mit dabei. Und wir hoffen, dass das jetzt so weitergeht über den Ministrantenzug jetzt hin zur Messe, dass das Wetter hält und dass diese Freude dann in das Bistum hinausstrahlt. Als Gastgeber war Stadtpfarrer Andreas Straub an diesem Tag besonders zufrieden über das gute Gelingen, zumal er gleichzeitig Geburtstag feiern durfte. Doppeltes Glück also für ihn. Wir freuen uns, dass so viele junge Menschen, Ministranten, heute in Mindelheim zu Gast sind. Wir haben natürlich über ein Jahr auf diesen Tag hingefiebert. Heute ist er da und wir hoffen, dass alles gut klappt und dass alle mit einem positiven und schönen Erlebnis heute nach Hause fahren können. Ein Höhepunkt des Ministrantentages war der lange Zug vom Maristenkolleg bis zum Marienplatz. Auch hier hinterließen die Minis wieder einen tiefen Eindruck. Denn jetzt wurde noch deutlicher, wie viele von ihnen nach Mindelheim gekommen waren, um zu zeigen, wir sind gerne als Ministranten unterwegs. Volksfeststimmung beim Ministrantentag im besten Sinne. Hallo! Der Marienplatz füllte sich immer mehr. Geduldig warteten die Minis auf den Beginn des Abschlussgottesdienstes. Das Besondere an diesem Tag, es ging auch, aber nicht nur um Spaß. Es ging eigentlich um Gemeinschaft und um den Dienst für die Kirche. Es gibt überall solche große Events. So, und das, aber insofern ist es schon wichtig, insgesamt würde ich sagen, als es immer wieder notwendig ist, ob das in der Pfarreiengemeinschaft ist oder ob das in Rom ist oder ob das hier bei uns ist, dass wir immer wieder als große Gemeinde zusammenkommen und wiederum so einander stärken. Ganz in diesem Sinne, wer glaubt, ist nicht allein, aber vor allem Gott und den Menschen zu dienen. Es war schon wirklich ein Event, ein Ereignis. Dazu gemacht haben es die Ministranten, die aus dem ganzen Bistum hierher nach Mindelheim gekommen waren. Ganz nach dem Motto, dranbleiben.